Im Schutz der nächtlichen Dunkelheit erwacht eine Legende. Jimmy Wilspön, ein aufstrebendes Genie im Rennsport, betritt die Bühne. Das Flüstern der Reifen auf dem Asphalt, das Aufheulen der Motoren, in dieser nächtlichen Sinfonie der Geschwindigkeit zeigt sich sein Talent. Die Startlichter erlöschen und er verschmilzt mit der Nacht, ein Meister der Kurven und Geraden. Ein neuer Stern am Rennhimmel, der in dieser dunklen Pracht aufgeht, während er seinen Weg zur Unvergesslichkeit beginnt. Lutschers, Alter. Ja. Ich lasse. Du kannst ja nicht, du kannst ja nur bei Hunden schlecht überholen. Digga, seid ihr alle behindert, Digga? Digga, die werden komplett weggepittet, Digga, und fahren einfach weiter. Hier fehlt die Front, der fährt auch weiter, gibt auch nicht. Was war das? Ich hab dich nicht berührt, ne? Du bist aber vor mir? Ja, ich bin vor dir. Hey, was bist du? Mein Wecker, ich raste aus. Ich schneide an, ne? Ich bin gleich wieder Startlinie. Die Frage ist, fahre ich jetzt rein oder fahre ich nicht rein, das ist die Frage. Ja, aber hinter mir ist direkt einer. Ja, brauchst du auch noch nicht, oder? Nee. Wenn du einen Sprint gut sagst, dann brauchst du nicht. Ja, aber er muss einmal in die Box rein. Ja, aber wir haben ein paar Sechs raus. Was? Die hat einfach geschrien, Loser. Nee, ich kann so viel schneller fahren, aber ich will einfach auf Safety fahren. Ja, guck, dass der halt einfach fahrt. Warte! Oh, Rudi. Aber es macht Spaß, mit den Karren zu fahren. Ja, geht so, ne? Ich fahre nur noch ganz hinten mit. Aber so vom Flow her. Oh nein, er ist genau neben dir. Scheiße. Aber die Wichser haben mir vorbeigezwischen. Der hat mich einfach mal verfahren. Hier ist der Standziel. Ich hab Angst, mir sitzt einer genau im Nacken. Nee, Fahrrad, ja. Weiß. Oh nein, er hat Nitro gezündet. Du Schwein, warum weißt du das?
Ist das Omar vor mir? Kann wirklich sein. Also die schöne Box an und trotzdem nach vorne gefahren. Mein Lieber, einfach, der vergisst das nicht. Ja, ich auch. Toll. Nein! Ja! Ja, okay. Das Ding ist, das Schöne ist, ich kann jetzt schön ins Spannfahren, dass er gar nicht mehr hinter dir ist oder so. Ja, das, man kann den jetzt die Leute rechts vor mir. Der eine so ist viel, ich weiß aber nicht mehr. Fahre ich jetzt in die Box oder fahre ich jetzt nicht in die Box, was ich frage? Dann in die Box jetzt. Keine in der Box. Ja, aber ich bin, ja, genau, ich bin genau in der Mitte von zwei. In die Box. Ich hab die noch immer fertig. Wie sieht die Box aus? Leon. Wer ist denn fertig in die Box wieder rein? Wer ist denn in der Box drin? Ja, Box ist voll. Ich fahr weiter. Okay. Angedippt gleich. Boah, beinahe hätte ich ihn fast voll rausgenommen, ne? Fast. Was ist das denn? Oh, sorry. Sorry, das wollte ich nicht. Bist du dran? Ja. Warum macht der Wichser einfach den Scheinwerfer an? Was soll das? So ein Schwein! Oh nein, hier überholst du mich wieder gleich. Ja. Mann, der soll sich mal verpissen mit seinem Kegel. Ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber wieder eine der letzten Zähne noch lange wieder kommt. Der ist der erste oder der letzte? Der letzte, der nimmt. Das war der, der von außen war. Okay. Hey, wie sieht die Box aus? Also, wenn ich jetzt fragen würde, welcher Platz ich bin, habe ich keine Ahnung, ne? Ich weiß auch nicht. Also, unter den 10 bin ich auf jeden Fall. Ja, 10. Wo bist du, Jimmy? Hinter Omar. Oben in den Hills. Ja, da bist du ohne Streit, Omar, ohne Hilfe. Omar, bis der rein theoretisch dann jetzt in die Box kommt. Ich bin jetzt bei der Schikane, gleich bin ich da. Okay, bis jetzt ist keiner in der Box. Wie viele Boxenplätze sind da? Box, 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 Box. Hab ich da getippt. Schnell. Omar, welcher Platz bist du? Weiß ich grad nicht. Ich weiß es auch nicht. Hä, warum ist der Motor nicht aus? Was ist das für ein Scam? Ist alles getan, kein Stress. Danke, danke. 5 Autos sind vor Omar rein. Da ist ein Zaun! O'Brien ist hinter dir, direkt hinter dir. Okay, was alle einmal in der Box. Ja, ja. 15, einfach 15. Ja, der Tank reicht locker. Wo bist du, Jimmy? Schikane, eine. Digga, der hupt immer. Das ist so ein Arschloch, ne? Kurz vor der Klippe hupt er immer. Nein, Mann! Man kann auch mal dran, jetzt wurde wieder überholt. Mann. Hau ab! Oh nein, Rudi, lass mich in Ruhe! Hau ab! Lass mich einfach hier rein. Nein! Ja, komm. Kurve. Ja. Boah, der Gäste ist knapp. War das ein Motorauto? Ja. Ich wusste gar nicht so weit. Ja, ja, genau so ein Ding ist das, Digga. Oh nein. Ja. Ich auch. Nein, noch nicht. Ich liefere mir gerade übelst den Kampf. Ich hab Angst. Ja, du lässt mich unter Druck, Mann. Buße. Nee, nicht so wirklich. Oh. Sorry, da wollte ich hier nicht in die Leine. Digga, das kannst du doch nicht. Ah! Und go! So viel Sportsgeist brauchen wir da. Okay, den verbrimmst du aber rein. Ja, das war mein Pech, ja. Oh nein, jetzt hast du einen dritten. Schade. Oh nein! Sehe wieder weit im Wald rein. Komm, fahr. Oha, wir sind die ersten drei! Ja! Nein, ich muss noch eine Runde fahren. Eine Runde müssen wir noch, anscheinend. Junge, ich bin einer von den ersten dreien, geil! Ja, dann kommt natürlich
Ja, aber das kann doch gar nicht sein. Doch, wir gucken schon, kann sein. Omar, sind wir wirklich so gut? Das kann doch gar nicht. Warum steht der Scheiß Mond da? Es sind so viele Autos hinter uns, Digga. Du bist auf jeden Fall top 10, Digga. Das Ding ist, Omar stand an der Startlinie und hat gedacht, es wäre vorbei. Ja gut, aber kann ja trotzdem der vor ihm gewesen sein, weißt du? Mhm. Aber mitten vom Rennen gab es schon coole Zweikämpfe, muss ich sagen, ja? Was gut auch. Ja, hab ich nie erlebt, tatsächlich. Dankeschön. Digga, ich bin Erster, oder? Wer ist denn noch hier? Ganz viele schon so. Ach, scheiße, Mann. Oma? Ja? Welchen Platz sind wir? Wir sind die ersten drei. Nee, echt jetzt? Ich war, ja. Ist 1, 2, 3, Bro. Der erste Sachpreis, ne? Also das erste da Auto. Nein. Gutschein auf 4. Ja, das ist hä? Achso, okay. Geil. Dann der letzte Gutschein geht an Oma. Ach Junge, warum lasse ich denn die Wheelspin vor, Alter? Boah, ich liebe dich, danke, Brudi. Ja, kein Problem. Ich helfe dir an mich, weiß Bescheid. Kannst du Schlüssel haben? Ich versuche so. Das irgendwie jedes Wochenende zu machen, wenn wir so einen Tracker kriegen sowieso. Also komm, beim nächsten Mal lass uns. So, jetzt gibt's Gutscheine und man kann aussuchen, welches Auto man haben will von Zooncast. Das dritte wird sein, ein Fahrzeug eurer Wahl ohne Leistungstuning. Das zweite wird ein Fahrzeug sein mit Leistungstuning und eingetragen. Und der erste Platz bekommt ein Fahrzeug mit Leistungstuning komplett eingetragen und einem Custom-Kennzeichen. Okay, Platz 3 ist Jimmy Wheelspoon. Nee. Yeah. Okay, Platz 2 ist Knicker. Hallo, ist hier wer? Weißt du schon, was du haben willst? Fängt mit T an. Und hat mit Auros auch. Ja, ja, genau. Ich liebe die Karre, ne? Warte, wenn sie dir gefällt, warum? Nein. Was? Was denn? Soll ich nicht weglaufen? Soll ich weg? Stehen! Ja, ich bleib doch stehen! Ist das jetzt meine? Ja. Wirklich? Ja. Also wenn du nochmal fragst, dann nein. Ich freue mich. Viel Spaß mit der Karre, ne? Ja, danke. Geil. Wieder mal ein gut geglücktes Abenteuer mit dem Juten Jimmy. Sei auch nächstes Mal wieder dabei, wenn der Herr was Aufregendes erlebt. Gang, gang.